in unserer Religion ist der Sieg entweder die Shahada, das heißt das Märtyrertum, oder den Sieg. Und beides ist Sieg. Beides ist Sieg. Die, die jetzt gestorben sind in Palästin, als Märtyrer, möge Allah so sie als Märtyrer annehmen, sie sind Sieger. Auch wenn das für uns nach außen nicht der Fall ist. Doch sie sind Sieger bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Und glaube nicht, dass diejenigen, die auf dem Weg Allahs gestorben sind, dass sie wirklich tot sind. Vielmehr werden sie versorgt bei ihrem Herrn. Vielmehr werden sie versorgt bei ihrem Herrn. Und ich sage euch noch eine Sache, liebe Geschwister, und ich weiß, dass eure Herzen brennen, sie brennen genau wie unsere Herzen. Wallahi billahi tallahi. Und ich schwöre einen kräftigen Schwur. Diese Leute, sie machen sich Sorgen jetzt um uns. Versteht ihr? Die jetzt als Märtyrer zu Allah azza wa jalla zurückgekehrt sind. Warum? Weil sie haben bei Allah das bekommen, was das Beste ist, was man von Allah azza wa jalla bekommen kann. Deswegen machen wir uns nicht Sorgen um diejenigen, die einen ehrenvollen Tod bekommen haben. Nein, machen wir uns Sorgen um diejenigen, die erniedrigt in dieser Dunya leben. Die um jeden Preis diese Dunya möchten. Um jeden Preis diese Dunya begehren. Hauptsächlich sie leben. Und das ist eine Eigenschaft von einem Volk, was Allah Azza wa Jal Subhana verflucht hat. Und ihr kennt alle dieses Volk. Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Du wirst sie sehen als die gierigsten Menschen nach Leben. Mehr sogar als die Götzendiener. Weil ein Götzendiener, er glaubt nicht daran, dass er zu Allah Azza wa Jal zurückkehrt. Er glaubt auch nicht an den jüngsten Tag. Aber dieses Volk, über die Allah Azza wa Jal spricht, er sagt, du wirst sie vorfinden als die gierigsten Menschen nach Leben. Was bedeutet das? Wenn du ihnen sagst, schau mal, du bleibst in dieser Welt leben, aber als Ratte, er ist zufrieden damit. Er sagt dir, okay, Hauptsache ich lebe. Ist das ein Leben? Antwort nein. Sind das Leute, die verstanden haben? Antwort nein. Ein Muslim erlebt es, zu Allah Azza wa Jal zurückzukehren, weil er weiß, dass die beste Versorgung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und daher, liebe Geschwister, dieses Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala ist sehr, sehr wichtig. Weil manche von uns fragen sich, wie lange dauert das noch mit dem Krieg? Wann kommt der Sieg? Was ist Sieg? Wir haben doch erklärt, was der Sieg ist. Sieg ist, dass du mit einer richtigen Aqida, möge Allah Azza wa Jalla uns nur mit einer richtigen Aqida leben und sterben lassen, dass du mit einer richtigen Aqida stirbst, das ist Sieg für dich. Gibt es Leute, die den Islam verlassen haben? Gibt es Leute, die von einem richtigen Weg zu einem gänzlichen falschen Weg gewechselt sind? Natürlich. Diese Leute haben keinen Sieg. Aber ich rede von einem Sieg, der Allah subhanahu wa ta'ala gefällt. Wie Allah azza wa jal subhanahu sagt, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ. Wahrlich diejenigen, die sagen, Allah ist unser Herr, und dann auf einen geraden Weg befestigt bleiben. Die Gelehrten sagen, der gerade Weg ist der Weg von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So kommen die Engel auf sie herab. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. So kommen die Engel auf sie herab, der Todesengel, und sie sagen ihnen, ihr braucht nicht traurig und nicht ängstlich zu sein. Und euch soll die Botschaft verkündet werden, dass ihr das Paradies bekommt. Das ist Sieg. Allahumma ja'alna min al-faizin ya rabbal alamin. Das ist Sieg, liebe Geschwister, und nichts anderes.